So, wir sind jetzt hier am Abend vor dem Einsatz, ne? Und ich mache da mal ein kurzes Video, ne? Das ist jedenfalls schon mal nicht schlecht, was sie hier treiben. Wo ist denn jetzt mein Stativ? Scheiße, jetzt ist das Stativ weg. Wo ist denn das hin? Wo habe ich das denn gelassen? Das muss ich doch irgendwo gelassen haben. Wo ist das? Ist das da oben? Nee. Auch nicht. Was haben wir denn da? Wo ist denn das Stativ, Leute? Was ist das denn? Hier steht ja eine Tasse rum. Hier sind die ganzen Müllsäcke eingestellt worden. Wo ist jetzt mein Stativ? Jetzt wäre ja langsam wild. Wo ist denn das Stativ, Freunde? Wo habt ihr das hingetan, ey? Das ist nicht gut. Wenn man ein Stativ wegpackt, der wandelt, wo ist das denn? Der wandelt auf gefährlichen Pfaden, ne? Wo ist denn jetzt das Stativ? Jetzt mach ich aber ernst, langsam. Freunde, wo ist das Stativ? Ich brech ab, ey, ich brauche das Stativ sofort. Ah, und das Stativ. Warte mal, habe ich das hier irgendwie weggetan? Und das Stativ, müssen wir das Ganze nennen. Wo kann denn das Stativ? Also jetzt brech ich aber langsam zusammen, ey. Wo ist denn das Stativ? Wo habe ich das denn gehabt? Oder habe ich das verbummelt? Da ist es. Ich sehe es. Es hat sich hier versteckt. So, jetzt brauche ich das. Ach, dieses Stativ. Ohne das komme ich ja fast gar nicht mehr aus. Kostet ja fast gar nichts, ne? Man muss dazu sagen, das ist ja nach wie vor das Geschenk, ne? Das große Geschenk. Das ist aber wirklich ein großes Geschenk, fand ich. Jedenfalls. Ja, und das kann ich sehr gut gebrauchen nach wie vor. Aber ich kann es nicht einschrauben. Ich bin anscheinend zu dämlich dazu. Warte mal. Hätte ja schon längst vorbei müssen. Hier passiert jetzt nur Scheiße. Das könnte man wieder rausschneiden, wenn man einen Schneidecomputer hätte, ne? Oder wie heißt die Scheiße? Schneidecomputer, ne? Ja. Oder dann so ein Programm, ne? Haben die Leute, dann haben die dann so Programme, ne? Für allen möglichen Blödsinn. Photoshop, ne? Die einen, die anderen irgendwie so ein DJ-Programm, ne? Ist klar. So, und die Dritten haben, was weiß ich, ey, was haben die denn? Keine Ahnung, die haben irgendwie Fußball oder was, Programm, ne? Oder so, spielen was, ne? Spielen Dart, hier wie der Typ, der Brote backt. Die spielen Dart, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier nicht mal ein bisschen psychedelischer machen können alles, oder? Hier ist ja noch eine Kerze weg. Wo ist denn jetzt meine... Ich hab da noch überall Teelichter. Wo sind die hin? Wer hat die geklaut? Irgendwer klaut die Teelichter. Oder? Nee, da sind die noch. Die traut sich keiner was zu klauen. Das ist ja das Schöne, ne? Hier kommt auch keiner rein. Hier macht keiner Stress. Die sind alle handzahm hier in Linz. Das ist das Schöne. Aber wie gesagt, das ist ja nicht negativ, ne? Gegenteil, das ist sehr sympathisch. Also ich höre zwar immer von Einheimischen das Gegenteil, die sagen immer, oh, die Linzer, die sind alle so eigen, ne? So nach dem Motto. Aber wer ist nicht eigen? Geh doch mal irgendwie, geh mal nach Düsseldorf beispielsweise, da kenne ich mich ja aus. Ne? Düsseldorf, da sind die Leute bestimmt eigener als hier, ne? Oder in Köln, ne? Was heißt überhaupt Kölner? Was ist das eigentlich für ein Unsinn, ne? Was heißt Kölner? Was heißt Düsseldorf? Was heißt Linzer? Ja, das sind ja alles irgendwelche Individuals, ja? Wenn man so sagt, ne? Hier, guck mal, das sind die Sachen. Ich darf die ja gar nicht zeigen. Ich will ja nur Stimmung machen. Die Ausstellung, ja? Die kommt morgen. Aber wir können ja mal so ein bisschen esoterisch machen, ne? Das ist aber sehr dunkel alles. Guck mal, die Lampen lag drauf. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen heller haben, sonst können wir hier keine Videos drehen, ne? Da machen wir eigentlich im optimalen Fall, aber das machen wir jetzt nicht. Mal ein bisschen heller wenigstens, ja? Jetzt wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Nämlich irgendwie so ein Stuss eben, ne? So, jetzt hören wir mal die Musik und ich räume nochmal auf, ne?
Jackpot. Yeah. Alle, aber kannst du da jetzt anders? Ist Kampfgewinner das Freiwinner? Wie ist der Name? Kampfbarkeit, das ist scheiße. Sehr gut, sie flirten sehr gut, die Musik. Du musst ja auch nur damit rechnen, dass der Mensch das selbst gemacht hat. Thank you.
Tschüss.